Hallo Leute, hier sind wir wieder. Willkommen zurück, auch hier bei Crysis 2. Wir sind ein paar Meter noch zurück. Ich habe gerade Spiel geladen, bin heute wieder im Vollbildmodus und alleine. Two-Face ist heute nicht dabei. So, wir gehen jetzt noch mehr rein. Nehmen uns nochmal Munition auf. Haben wir im letzten Part schon gemacht. Und dann gehen wir hier noch ein paar Schritte. Kann man gucken, ich hab die hier und ich hab die Spec Ops Garab. Lass mich jetzt nochmal hier rein, bitte. Kann man gucken, das war X. Leichte Schrotflinte. Halbautomatisch. Was ist da der Unterschied? Ach, dann lassen wir mal hier Reflexvisier, die leichte Schrotflinte. Nee, wir gehen ja ohne Schrotflinte. Schalldämpfer, yo. Das passt. So. Und hier wurden wir ganz schön beschossen beim letzten Mal. Das haben wir auch schon gesehen. Warum schießen die auf uns? Die sehen uns doch gar nicht. Dürfen uns eigentlich nicht sehen. Wow. Ah. Was hat er geschossen? Diese komische blaue Kugel da eben. Da steht noch einer. Ist das tot, das Vieh? Ja. Da steht noch einer. Die stehen da natürlich schön etappenweise. Da können wir einen nach dem anderen ausschalten. Enjoy Apokalypse. Oh, und unsere Energie ist niedrig. Da gehen wir hier mal kurz in Sicherheit. Wir wurden noch nicht entdeckt. Wow. Da wurde ich nach hinten gebackt, aber gut. Da ist auch noch einer. Vielleicht sollten wir hier so irgendwie. Gut. Der hat uns zwar bemerkt. Oh, und da hinten, das ist aber was Großes da. So. Die K-Volt haben wir noch, haben auch noch einen Raketenwerfer. So, da rennen wir mal kurz weg. Aber auch. Boom. Wow. Ist er down? Anscheinend. Drei Raketen braucht dieses Vieh. Das ist natürlich heftig. Und gibt 500 Nanokatalysatoren. Das ist ebenfalls heftig. So, aber gut. Ich musste gerade meinen kleinen Blick auf meine Soundkarte werfen. Auf meine externe. Zu schauen, ob überhaupt mein Mikrofon eingeschaltet ist. Fällst du runter? Geronimo! Sprint mal hier rein. Neue Musik freigeschalten. Da werde ich dann, wenn ich es durchgespielt habe, nochmal so eine Extra-Folge machen, so eine Sonderfolge, wo wir nochmal so die freigeschalteten Sachen und so zeigen. Aber jetzt schauen wir erstmal diese Cutscene hier. Das Verteidigungsministerium will die Rawson-Flugbarriere sprengen und mit der Überschwemmung des unteren Teils der Stadt die Sev auslöschen. Wahrscheinlich ziehen sie diesen Wahnsinn trotz meiner Proteste durch. Und dann sollten sie nicht unter der Erde sein. Begeben sie sich rasch zum Zentrum der Alien-Struktur, Alcatraz. Und dann raus. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, also sie wollen anscheinend New York fluten. Und hör nicht auf den guten alten Hargreaves. Ich bin gespannt, aber wir werden uns jetzt erstmal zu der Alien-Hauptbasis oder was das da gerade war, jetzt erstmal durchschlagen, um dann zu sehen, was da denn überhaupt so los ist.
Beziehungsweise können wir dann ja mal die netten Kollegen da fragen, ob sie mit uns eine kleine Party feiern wollen. Ich benutze ungern billige Analogien zur Fauna der Erde. Hauptsächlich, weil ich dann wie Nathan Gould klingen würde. Aber womit wir es hier zu tun haben, entspricht vermutlich ungefähr einem Insektenbau. Der Grad der Alien-Infizierung dieser Tunnel ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Finden Sie Reeves und seine Männer. Ich habe den Kontakt zu ihnen verloren, als sie das U-Bahn-System betreten haben. Aber seien Sie vorsichtig. Sie müssen da in einem Stück wieder rauskommen. Daher die Nanokatalysatoren nehmen wir natürlich auch noch mit. So eine Taste war das denn? H wie Flamme denn? 5360. Und wir sparen eigentlich immer noch hier auf diese 10.000er Lufttritt. Was das? Führt in der Luft einen mächtigen Angriff nach unten durch. Hört sich natürlich auch lustig an. Umlenken und Tarnfeldsuche, das ist natürlich, die sind schweineteuer. Wir sparen trotzdem noch auf die Stealth-Verbesserung. Ich nehme an, das ist dasselbe wie die Panzerverbesserung. Und zwar reduziert es dann den Energieverbrauch im Stealth-Modus. Tarnfeld aktiviert. Ach, das ist nur eine Ampel. Ich dachte gerade, da wäre schon das erste Vieh. Ach, ich wollte eigentlich in die U-Bahn, nicht drauf. Aber gut. Hier ist Munition, die nehmen wir natürlich mit. Und Granaten haben wir noch voll, die nutzen wir eigentlich viel zu wenig. Was steht denn da überhaupt? Greife den Kern des Hypes und Reeves und sein Team. Was war das denn? Ach, jetzt geht doch mal da hoch. Genau, N. Nanovision aktiviert. Hier ist aber soweit nichts. Wir behalten auch einfach mal die Sicht hier bei. Tarnfeld aktiviert. Und öffne mal kurz den Visor. Dahinter sollen wir. Okay. Wir sollen ja auch noch Reeves finden und seine Leute. Achso, das brutzelt da ein bisschen. Ein wenig offene Elektrizität. Und hier, das war wahrscheinlich diese Explosion. Tarnfeld aktiviert. Ich nehme mal die K-Volt. So, dich holen wir uns auch noch. Oh, hier im Wasser scheint die natürlich noch mal ein bisschen mehr Bums zu haben, diese Waffe hier. Wir sollen ja weiter hier runter. Wir gucken uns da jetzt gar nicht groß um. Taktische Optionen verfügbar. Ich wollte gerade sagen, links oder rechts? Erkunden, beobachten, Kanten greifen. Den markieren wir uns mal. Da hinten ist noch einer. Den markieren wir uns auch mal. Gehen wir hier nochmal kurz in Deckung. Ein wenig ausharren. Naja. So, nochmal kurz nachladen. Das wollte ich gar nicht aktivieren. Hallo. So, die Nanos natürlich mitnehmen. Ja, komm ruhig her. So. Ach, so ein bisschen auf... bisschen auf die Munition achten. Ich habe da gerade noch einen gehört.
Also, wir nehmen uns mal kurz den Visa raus. Hier sollen wir uns umsehen. Ah, da hinten. Ja, den holen wir uns auch noch. So. Sind immerhin ja auch 100 Nanokatalysatoren, die wir gebrauchen können. So, momentan ist uns keiner auf der Schliche. Keiner weiß so wirklich, dass wir da sind. Bis auf die Toten hier. Und wir werden uns doch dann hier mal umsehen, weil hier wurde uns ja gesagt, erkunden. Lass mal das mal so ein Päckchen zum Greifen. Dann werden wir doch hier auch mal erkunden. Ah, weil es hier Munition gibt, das ist natürlich schön. Was ist das? Garrup gegen MK60 Mod irgendwas tauschen. Das scheint ein MG zu sein. Das klingt lustig. Munition ist voll, also 100 Schuss dafür. Ich guck gerade mal, können wir hier irgendwas machen? Sturmvisier, Laservisier. Nochmal Sturmvisier drauf. Schauen wir, wie das ist. Links von uns ist auf jeden Fall ein Gegner hinter der Mauer. Nee, ich gehe auf Chemikorn. Ich glaube, das ist für die Waffe besser. Ja, auf jeden Fall Bums. Dauert wahrscheinlich ein bisschen länger zum Nachladen. Aber dafür 100 Schuss, also die muss man ja nicht so oft nachladen. Das muss ich mir dann halt auch einfach nur mal merken. So, aber hier ist ja noch Munition. Kann man den Visor, hier war doch noch irgendwas. Hier, Kanten greifen. Ah, man kann hier hochgehen, die Treppe sehe ich jetzt erst. Die habe ich eben gar nicht gesehen. Tun die nochmal kurz ausharren. So, und dann gehen wir erst hier hoch. Achso, hier hätte man dann hochklettern können. Okay, aber wir bleiben mal hier oben. Versuchen nicht entdeckt zu werden, weil wenn die Fässer hier, die müssen nicht unbedingt neben mir hochgehen. Ja, aufheben, das machen wir mal. Weil wir haben den ja eben komplett verschossen quasi. Die Munition dafür. Oh, und da hinten ist einer. Ach, und ich lade schon wieder nach. Das ist aber auch so eine ganz doofe Angewohnheit. So. Wieder, also Munition gibt es hier echt genug. Ah, hier hinten geht's lang, okay. So, schauen wir mal, noch 30 Meter und wir müssen da durch diese Tür, deswegen kann ich den Tarnmodus mal ausmachen.